Moin, sind Sie herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, was ich und der Max jetzt uns gerade mal überlegt haben. Nochmal ganz kurz vorneweg, das, was ihr jetzt im Hintergrund sehen werdet, hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist die Entscheidung von Max, was jetzt laufen wird. Kann sein, dass auch Breakfast laufen wird. Wem das neue Projekt gefällt, bitte einfach mal in die Kommentare Kritik reinhauen, ob ja oder ob nein, ob wir davon weitere Sachen machen sollen. Und zwar, ihr werdet es alle kennen, heute geht es bei uns um Anekdoten. Jeder kennt sie, jedem sind sie schon mal passiert. Und ich und Max, uns passieren ja wirklich täglich einige Anekdoten. Ich kann schon sagen, dass wir einiges zum Lachen haben, was wir uns schon während außerhalb der Kamera erzählt haben. Ich sage jetzt nur Hashtag SS, ne? Was ist SS? Aber das kann ich dir jetzt, warte, ich schreib's dir in Skype. Okay. Aber ich glaube, du müsstest wissen, was ich meine. Es wird übrigens mit EY geschrieben, ne? Ja, das juckt mich dann. Also gut, Leute. Ja, die Geschichte hebe ich mir auf. Ja, die Geschichte hebst du dir für einen besonderen Moment aus. Was hast du? Hashtag Folge 10 oder sowas. Ja. Aber gut, bevor wir jetzt lange anfangen rumzuschwenkeln oder rumzulabern, würde ich sagen, ohne weiter irgendwelche dummen Fragen zu stellen, fangen wir doch gleich mit der ersten Anekdote an. Zuerst eine kleine, kurze, lustige Anekdote von mir. Und zwar, ihr müsst ja wissen, ich bin ja wirklich der totale Quatschkopf, ne? Wer meine Outlast-Let's Plays gesehen hat, der weiß ja, dass ich den etwas korpulenteren Antagonist, der Chris Walker hieß, ja Tom genannt habe. Das ist eine Anspielung auf einen Jungen bei mir in der Klasse, der auch etwas korpulent ist. Der ist nicht fett, ne? Der hat nur schwere Knochen, das muss man mal ganz eindeutig dazu sagen, ja? Und jetzt sitze ich so in der Klasse, spiele gerade mit meinem Kumpel Skat und da kommt dann halt dieser Tom zu mir und spricht mich halt so an, weil ich war gerade voll in so einem Gespräch noch, hat halt angefangen mit mir über den Steam Summer Sale zu reden und da mitten, während wir reden, sagt er auf einmal: Ey Olli, ich habe mal neulich in ein deiner Scheißvideos reingeguckt, warum heißt denn der Dick in deinem Outlast Let's Play Tom? Da saß ich dann auch so am Platz und dachte mir so, was sagst du jetzt? Es war ein sehr unangenehmer Moment. Ich habe dann gesagt, naja, hallo, ich habe da zwischen dir und diesem halt Enemy, I see no difference. Habe ich mir noch einen Schlag an der Schulter abgeholt, aber naja. Ich hoffe, ich habe es mir nicht allzu sehr mit ihm verdorben. Tom, falls du dieses Video siehst, ich möchte dich im Namen von allen Leuten, die an diesem Film mitgewirkt haben, um Entschuldigung bitten, dass wir den Antagonist Chris Walker Tom getauft haben. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen und wirst mich im Real Life morgen nicht umklatschen. Das wäre jetzt erstmal meine Anekdote und der Max macht jetzt weiter. Ja, ich habe auch was Schönes für euch. Ne? Es geht bei mir an der Schule, am Gymnasium wohlgemerkt, geht es wie im Kindergarten zu. Raus Pflaster, sagst du, ne? Sozusagen, ja. Also, eines schönen Wochenendes habe ich mir so gedacht, was hast du dir denn gedacht, Max? Dir ist langweilig und du weißt nicht, was du machen sollst. War das an deinem Hashtag SS? Ja. Es war ein Sonntag. So, okay. Der lacht jetzt schon wieder hämisch, das wird ihr später verstehen, wenn ich euch dann eine andere Story erzähle. Und auf jeden Fall, ich habe so, hab so ein bisschen auf meiner Festplatte rumgestöbert. Ich hab dann so ein bisschen so was Spam-Bot-artiges gefunden und hab mir gedacht, ja, also WhatsApp hat doch jetzt diese neue Funktion WhatsApp Web. Da könntest du doch mal ausprobieren, was passiert, wenn du mal diesen Spam-Bot auf den Gruppenchat der kompletten Klasse, also wo alle aus meiner Klasse drin sind, loslässt. Ja, so, ich habe das dann 2 Tage am Stück laufen lassen. Und, ich konnte selber mit meinem Handy dann nicht mehr in diesen Chat rein. Da ist mein Handy schon abgestürzt, habe das einmal versehentlicherweise gemacht. Und, so geht das Wochenende an mir vorüber. Und ich komme dann so die nächsten Tage in die Schule. Keiner spricht davon, ungewöhnlich dafür. Weil das jetzt nun schon zum dritten Mal sowas war. Alter! In 3 Jahren wohlgemerkt, in der 5. Klasse habe ich es einmal gemacht. In der Schule, das ist schlecht, wenn du es in der Schule machst, weil dann wirst du von allen fast gelüncht.
In der 6. Klasse ist mir das auch mal wieder vorn. Irgendwie, keine Ahnung, wann das genau war. Kann mich niemand so richtig dran erinnern. Und und jetzt in der 7. Klasse ist das halt entsprechend passiert. So, es gehen 2 Tage vorüber, Montag und Dienstag. Niemand spricht darüber. Kein interessiert's. Ich bin verwirrt. So, es kommt Mittwoch. Die ersten 2 Stunden gehen vorüber, ohne dass was passiert. In der 3. und 4. Stunde haben wir Klassenleiterunterricht. So. Ich bin schon vorher beim Klassenlehrer wegen einem anderen Thema, was auch damit zusammenhängt, aber das ist wie... Das ist eine andere Anekdote für einen anderen Zeitpunkt. Das ist eine andere Anekdote, weil die Geschichte ist sehr verstrickt. Also es geht auf jeden Fall um Aufnahmen von Lehrern während des Unterrichts und bla 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 und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall sind die dann auf meine Lehrerin mehr oder weniger draufgestürzt. In einer großen Gruppe von 15 Mädels. Und da gab es dann eine 90-minütige Klassenkrisensitzung deswegen. Und da wurde dann an der Tafel so eine To-Do-Liste für den Tag dort, für diese Krisensitzung gemacht. Also als erstes stand dort das mit den Aufnahmen im Unterricht von dieser einen bestimmten Lehrerin. Und dann stand da Umgang von Max Michael gegenüber der Klasse. Darunter stand Pfeil, ne? Also so nach dem Motto, daraus folgt Hacken von Handys / Viren auf dem Handy. Und als ein paar Leute aus meiner Klasse vorgeschlagen, das da hinzuschreiben. Und ich denke mir schon so, what the fuck sind die dumm? So, auf jeden Fall, es kommt zu einer regelrecht gerichtsreifen, sagen wir es mal, Sitzung. Was hast du gespielt? Ich war der Angeklagte. Ach so. Klassenlehrerin war der Richter. Die Richterin. Und auf wer war der Verteidiger? Das waren 2 Leute aus meiner Klasse, waren die Verteidiger. Haben sie zu dir gehalten oder mussten sie? Die haben zu mir gehalten, weil das sind echt gute Typen. So, und zumindest eine eineinhalb gute Typen sind. Alles klar. Ist nur so halb gut. Naja, auf jeden Fall war das so. Also, diese beiden Jungs saßen, also wir haben das so gemacht, in der Mitte sitzen die Neutralen, die gegen mich sind, setzen sich mir gegenüber und die für mich sind, sitzen in einer Reihe mit mir. So, die, diese beiden Jungs, die waren offen gesprochen für mich und haben dann entsprechend neben mir gesessen. Und die anderen Jungs alle, die haben sich dann, entweder waren sie zu faul von der Seite, die gegen mich war, zu mir rüber zu rutschen. Ach so. Oder sie haben sich einfach in die Mitte gesetzt und haben einen auf neutral gemacht. So. Und nun ging da der ganze Streit los und sowas. Wir haben da fast 50 Minuten oder sowas nur über mich gesprochen, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Ach so. Und fängt schon bei der Geburt an, ne? Ja. Ach so. Also das und dies und das und jenes. Ist das Ananas? Also es... Mehr oder weniger ging es um einen Arbeitsaufwand von 5 Minuten, um WhatsApp neu zu installieren. Und ich habe gesagt, das war ja nur ein Warnschuss, ich mache ja sonst viel Böseres. Und dann hat einer so, der hält dann übelst zu den Mädels, aber der ist so ein richtiges Mädchen, bloß dass er biologisch gesehen ein Mann ist. Ah, okay. Und der dann so, ja, das war aber schon der Schuss und das war ja noch keine Warnung und sowas. Ja. Was sagst du, direkt bei ihm das Handy hacken und ein Virus drauf schicken? So, es ziehen weitere Tage vorüber, um genau zu sein, eine Woche, ich glaube, war es eine Woche, also ich glaube, über eine Woche war es,
Und jetzt hat mich am Donnerstag meine Klassenlehrerin nochmal zu ihr gebeten. Da ging es um bestimmte Beweismittel bezüglich des Fotografierens von Lehrern im Unterricht. Und naja. Hast du schon einen Verweis bekommen? Nö, der Verweis galt ja zwei Damen aus meiner Klasse. Weil machst du das? Weil das ist nämlich so, die hat einen anonymen Tipp von mir bekommen, dass das gemacht wurde. Und diese beiden Damen, die haben es verdient. Achso. Um ehrlich zu sein. Gucken die Leute aus deiner Klasse unsere Videos? Nur mal so als Frage. Wenige. Na, auf jeden Fall kommen wir zum Punkt. Gucken diese beiden unsere Videos? Nein. Dann ist gut. Dann kannst du jetzt ruhig ablisten, was das doch für zwei absolute Tuntentöchter sind. Auf jeden Fall habe ich die schon 7 Jahre an der Backe. An der Backe. Wie das klingt. So, und das ist wirklich so. Und zu meiner Klassenlehrerin. Also wir waren da in diesem einen Vorbereitungszimmer, Englisch-Vorbereitung war das. Und wir reden da entsprechend und dann hat sich dann dieses Gespräch aufgelöst. Und dann sagt sie, also Max, aber für dich wird das auch nicht ohne Konsequenzen bleiben, weil du das ja jetzt schon zum wiederholten Male machst und das ja eine Wiederholungstat ist. Die hat zwar, also jetzt mal mein Kommentar dazu, also was ich jetzt sagen würde, das hat mit der Schule überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Was soll das? So, und hat die gesagt, ja, also ich werde jetzt mal zu unserem Direktor gehen und das mal mit dem klären, was wir mit dir machen. Außerdem warten wir noch nächste Woche diesen Anti-Neue-Medien-Elternabend ab, der am Mittwoch stattfindet. Und findet der jetzt noch statt oder war der schon? Der findet statt. Oh, Alter, ohne Spaß, nimm eine Kamera mit, da musst du ein paar Sachen aufnehmen, Ich gehe da hin und dann habe ich wieder was Schönes zu erzählen in dem nächsten Commentary. Kannst du auch was aufnehmen? Das würde der Max dann nämlich im nächsten Video einblenden. Das wäre aber illegal. Sicher? Ja. Also nur die Stimmen, auch wenn du sie verfremden würdest? Dann vielleicht nicht. Ich guck mal, was ich machen muss. Na, alles auf jeden klar. Fall, auf jeden Fall soll ich dann wahrscheinlich mit einer, Schulstrafe ist es ja nicht direkt, aber irgendwas Bestrafendes da machen. Ich hab was richtig Wichtiges. Mein linker Sack juckt. Mein linker Hoden. Ah, scheiße. Okay, erzähl weiter. Also wahrscheinlich muss ich dann eine Art Vertrag unterschreiben, dass so ein Friedensvertrag zwischen mir und der Klasse, dass ich sowas nicht mehr tun werde. Ich finde das interessant, wie du das definierst. Dir und der Klasse. Weißt du was? Ich bin noch in der besten Klasse der 4 Klassen. Und trotzdem sind das noch die schlimmsten Menschen, die ich kenne auf dieser Welt. Oh Gott. Wärst du doch nur an unsere Schule gekommen. Hallo? Massenhaft Feiertage, easy Unterricht, fast immer nur geile Lehrer. Life ist chillig. Wir haben auch. Pass auf, Leute. Max hat jetzt noch eine etwas längere Geschichte gehabt. Ich hoffe, ihr habt sie bis hierhin angehört. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich sagen, hau ich jetzt noch eine Story raus. Und ich würde sagen, das war's dann auch erstmal von uns. Ja, also wie ihr seht, bei uns an der Schule, das ist totaler Kindergarten, was wir da machen. Aber egal. Ja. Passt auf, Max war ja jetzt sehr lange dabei und um das jetzt nochmal ganz gut abzurunden, habe ich jetzt noch eine kurze Story, die ich aber persönlich echt erwähnenswert finde, weil das wieder so typisch ist, das kann nur mir passieren. Wir hatten seit der 6. Klasse bis zur 8. 3 Jahre ein Sportlehrer, nennen wir es mal das Hörnchen, ja? Das ist der Spitzname. Das Hörnchen war somit der mieseste, schlimmste, schwulste, rassistische Lehrer, den ich je bekommen habe. Der Unterricht war scheiße, er war scheiße, pädophil wahrscheinlich auch noch und wohnt ist mit 50 noch bei seiner Mom zu Hause. Jetzt, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt, so, das ist der Charakter. Aussehen, ich bin ungefähr 1,80, der ist ungefähr auch 1,80. So Leute, das immer wieder. Wir mussten ja gerade kurz unterbrechen. Also für euch war es nur ein ganz kurzer Schnitt. Für mich war es jetzt eine Zeitspanne von ungefähr 24 Stunden, bevor es jetzt hier weitergeht. Aber egal, bevor ich mich jetzt hier zu sehr verquatsche, ich muss jetzt zurückkommen auf die Geschichte. Also, ich habe es euch ja gerade vorgestellt. Das Hörnchen, der Prototyp eines pädophilen Sportlehrers. So könnt ihr euch den vorstellen. Und ja, das liebe Hör, ich kann da noch, bevor ich jetzt zu meiner
Sachen. Muss ich gleich noch eine erzählen. Und zwar weiß ich von einem aus meiner Klasse darunter, mit dem ich relativ dicke bin, dass die schon mal früher Schluss machen durften. Und als sie dann gegangen sind, musste der nochmal zurück das Klassenbuch holen. Und dreimal dürft ihr raten, was das liebe Hörnchen gemacht hat. Richtig! Er hat den Weiber beim Aufräumen zugeguckt. Und ich bin ziemlich sicher, der hat natürlich nur bei den Aufräumen zugeguckt. Der hat noch in etwas geguckt, was mit A anfängt, wie Ausschnitt. Reimt sich fast auf Ausschnitt. In einen Ausschnitt eines Videos, wolltest du sagen, ne? Ja, in den Ausschnitt eines Videos, genau. Du nimmst das Wort aus dem Mund. Vielen Dank, Max. Da muss ich das nicht weitererzählen. Ja, ja, schmeckt es dir wenigstens so? Natürlich. Das vorgekaute Wort. Naja. So, jetzt lass ich aber bitte weiterreden. Ja, ja. Fakt ist jedenfalls, ich stehe nun also mit einem meiner Kumpels aus den größeren Klassen rum. An dieser Stelle einen Gruß an dich, Theo. Auf viele coole Runden TTT mit dir zusammen. Fakt ist jedenfalls, dass ich mich mit diesem Theo halt da gerade rüber unterhalte. Wie scheiße der Unterricht doch vom lieben Hörnchen sei. Und gerade als ich richtig fett über den upgeraged habe, wirklich so, boah, der Sportunterricht, ja, 3 Jahre lang, verschwendete Zeit, alles scheiße, geht die Sporttür hinter mir auf und gerade als ich das gesagt habe, geht dann diese Tür auf und mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht, mit einem freundlichen Handschlag auf die Schulter, sagt das Hörnchen mit einer Stimme zu mir, wobei ich genau wusste, dass ich das gehört habe, hi Olli, lange nicht mehr gesehen. Das war auch ein sehr schöner Moment. Ich drehe mich dann noch so in Zeitlupe um. Sagt dann so, ach Herr Horn, schön Sie zu sehen. Wissen Sie was? Ja, ich vermisse Ihren Sportunterricht sogar. Und wie er mich dann angeguckt hat, wenn Blicke töten könnten. Ich glaube, dann würde ich jetzt keine YouTube-Videos mehr machen. Nee, dann wäre diese Fliege an der Decke schon tot. Ist da überhaupt eine? Was? Ist da überhaupt eine? Keine Ahnung. Tja. Ich guck gerade, nee, da ist keine. Naja, Fakt ist jedenfalls, das liebe Hörnchen hat mich jetzt extrem auf den Kieker. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr bei dem Sport haben, werde ich von einer 2 als eines der größten Leichtathletik-Talente aus meinem Bundesland einfach mal eiskalt auf eine 3 gerutscht kommen. Ja. So einfach ist das. So nun denn, das war meine Geschichte. Ich würde sagen, war jetzt eine etwas kürzere Folge, höchstens 6-7 Minuten, oder? Höchstens 8. Kann sein. Mal gucken, wie wir das machen. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Also, wem es gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Für Fragen, Kritik und weitere Sachen einfach alles in die Kommentare. Und mir jedenfalls hat es mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Stimmt's, Max? Ja. Und das waren jetzt bei weitem nicht die einzigen Anekdoten. Ich habe noch sehr, sehr viele auf Lager. Ich auch. Sehr schön. Da würde ich sagen, genügend Stuff für eine zweite Folge ist da. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt auch gleich auf, Max. Ja. Für euch geht es wahrscheinlich morgen oder übermorgen weiter oder in einer Woche, je nachdem, wie der Max gerade schneidefähig ist. Darum würde ich sagen, fähig bin ich immer. Ah ja, komm mal die Fresse. Darum würde ich sagen, haut rein. Ciao. Ciao.